Ich noch mal, ich möchte was loben. Und zwar, das sind so eine Sitzkissen, ne? Wenn man hier an der Bushaltestelle sitzt, ist es ja immer sehr kalt für die kleine Pippi und für mich. Und die legen wir uns unter den Popo und die halten auch richtig warm. Also richtig toll. Ja, die kann man so zusammenklappen. Davon habe ich zwei Stück, ne? Und dann habe ich mir besorgt Handschuhe, weil wir haben ja den Coronavirus. Ach, nicht nur den haben wir, wir haben ja auch die Grippe. Und ja, ich habe auch keine Lust, mich mehr mit den Leuten rumzustreiten. Ich ziehe mir einfach meine Handschuhe an und dann hat sich das und werde demnächst selber meine Brötchen backen und nicht mehr diese losen Brötchen holen, weil, ja, weil es beschämend ist, dass Menschen sich einfach keine Handschuhe überziehen. Und das finde ich eigentlich traurig und das macht mich eigentlich sehr traurig. Und eigentlich bin ich innerlich auch ein bisschen wütend darüber, warum da kein Verständnis rüberkommt. Ich denke, das ist eine, wie sagt man dazu, ein Anstand, dass man Handschuhe anzieht, wenn man irgendwo was rausnimmt. Und da man ja immer ja dann streitsüchtig ist, weil man seine Meinung sagt, habe ich mir gedacht, suche ich mir die einfach raus, die Handschuhe. Ne, da sind 60 Stück drin. Wenn die dann alle sind, dann hole ich mir halt neue. Das ist zum Beispiel auch so, wenn man den Müll wegschmeißt draußen. Die Aschtonnen sind ekelhaft dreckig. Ja, wirklich widerlich dreckig. Und bah, die stinken und sind dreckig. Und ja, dann ziehe ich mir eben die Handschuhe über und dann schmeiße ich den Müll weg und dann schmeiße ich eben die Handschuhe weg. Und dann hat sich das. So mache ich das jetzt. Um mich selber und mein Kind, also mein Kind ist ja wichtiger, mein Kind, mich selber und meine Katzen zu schützen, um uns was Gutes zu tun.